Stimmt es, was man über Hyperion sagt? Was meinst du? Ist das wirklich der letzte Ort, an dem Frieden und Ordnung herrscht? Ich weiß es nicht. Du wusstest es, oder? Du wusstest, dass mein Vater sterben wird, als er uns mit dem NZE wegschickte. Er wollte es so. Ich weiß. Wir haben einen langen Weg vor uns. Lass uns weitergehen. Wohin gehen wir denn überhaupt? Nach Ballet. Wir haben kaum noch Wasser und die Vorräte werden knapper. Wie lange reicht das uns noch? 2, vielleicht 3 Tage. Dann geht uns das Wasser aus. Schaffen wir das? Wenn wir Glück haben? Ja, warum können wir denn nicht einfach die Straße benutzen? Zu viele Hunter. Wir haben sie doch schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Vielleicht sind sie doch schon im nächsten Distrikt. Hör zu, Lisa. Wir haben das schon oft genug besprochen. Wir zwei spielen hier nicht die Helden und nur deshalb sind wir noch am Leben. Fragst du dich auch manchmal, wie es früher war? Was meinst du? Naja, wie die Menschen früher gelebt haben, noch bevor sie Tag um Tag ums Überleben kämpfen mussten. Ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Hast du dir nie eine Familie gewünscht? Ich hatte eine. Ich war gerade mal 9 Jahre alt, als wir ins Epsilon-Distrikt integriert wurden. 7 Monate lang hat es keine Angriffe mehr gegeben. Mein Vater war auf Patrouille und meine Mutter besorgte mir warme Kleidung für den Winter. Es war einer dieser letzten Herbsttage, die noch warm war. Ich und die anderen Kinder spielten am See. Die Zeit verging so schnell, dass wir den Sonnenuntergang nicht bemerkten. Wir rannten zurück zum Lager und alles, was wir dort fanden, waren die massakrierten Leichen von unseren Geschwistern und Eltern. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Das Alpha-Distrikt hat mir alles genommen, was ich liebte. Das tut mir leid. Lass uns einfach weitergehen. Etwas passieren. Sachen auf dem Boden. Oh, okay. Sind die schon genug Menschen draufgegangen? Ha!
Mein Trupp und ich waren vor 2 Tagen im Alpha-Distrikt. Wir haben nur eine Zuflucht gesucht. Aber diese verdammten Fixer haben sie alle ausradiert. Wir hatten Frauen und Kinder dabei. Seitdem traue ich niemandem mehr. Das tut mir leid. Moment mal, ihr wart im Alpha-Distrikt? Ja, verdammt. Warum fragst du? Deshalb. NZE? Ihr wollt zum Hyperion? Das war bis jetzt der Plan. Vergesst es! Das ist eine reine Selbstmordaktion. Ihr könnt nicht mit NZE durch den Alpha-Distrikt marschieren. Da wimmelt es nur so von Taipans. Was zur Hölle sind Taipans? Sei bloß froh, dass du noch keinem begegnet bist. Das sind genmanipulierte Menschen. So etwas wie Cyborgs. Intelligent, schnell, schwer bewaffnet. Und auch wenn sie einmal Menschen waren, kennen sie keine Emotionen mehr. Das sind willenlose Marionetten. Die Warlords vom Alpha-Distrikt erschaffen diese Bestien für ihre Raubzüge. Fuck. Kannst du uns dahin bringen? Was? Ich? Lieber würde ich sterben, als noch einmal in dieses Drecksloch zu gehen. Bitte, hilf uns. Du warst schon einmal drin und kamst lebend wieder raus. Ich war auch der einzige von 120 Menschen, der es geschafft hat. Bring uns nach Sprimmen und wir nehmen dich mit zum Hyperion. NZE schon bei dir. Was? Warum bist du... Sag mir einfach, wie lange du es schon bei dir hast. 2, vielleicht 3 Monate. Sag mir jetzt, was los ist. Ein Taipan. Entdeckung! Lisa, wir hauen ab. Lisa! Lisa!
Spießer! Wir müssen los. Zum Alpha-Distrikt ist es noch ein langer Weg.